Leute, sag mal, habt ihr euch damals Gedanken um eure Kleidung gemacht? Lass mich raten. Nein. Zumindest werdet ihr dann genauso wie ich. Aber wieso steht dann im Titel, dass Kleidung Menschen macht? Als kleiner Lausebub habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Kleidung, hab die von meinen Eltern kaufen lassen. Bis ich dann irgendwann so ein YOLO-Zwaggy-Hippie-Dingsbums sein wollte und auf einmal Markenklamotten haben wollte und das ziemlich teuer war. Ja, das war die Pubertät. Wenn man aber ein bisschen nachdenkt, dann stimmt das hundertprozentig überein, denn ich glaube, jeder urteilt nach den Klamotten. Als Beispiel nenne ich jetzt jemanden im Anzug, der begegnet einen als Businessman. Man denkt sofort, wow, dieses Ding hat er viel Geld haben. Kommt aber jemand in Schlapperklamotten, denkt man sich eher, wow, das ist ein Messi, der sitzt ja nur zu Hause rum, dieses Piep. Und bei diesem kleinen übertriebenen Beispiel zeigt sich eigentlich schon, dass Menschen eigentlich richtige Arschlöcher sind. Ich meine, es liegt in der Natur, dass wir Menschen sympathischer finden, die aussehen, wie wir es gerne hätten. Andererseits haben wir deswegen aber auch ziemlich viele Vorurteile, was dann wieder fürs Soziale dumm kommt. Gucke ich in meine alte Schulzeit, dann ist es sogar so, dass damals ziemlich geurteilt wurde nach der Kleidung. Man war so gesehen also der Letzte in der Reihe vom Sport. Moff Level over 9000. Und das Traurigste an dem Ganzen ist, dass heutzutage immer noch so reagiert wird. Jeder will seine Marke haben, jeder will Markenklamotten besitzen, damit er cool ist. Und dabei bin ich doch der Meinung, dass eigentlich jeder seinen eigenen Style haben sollte. Jeder sollte reagieren, wie er möchte. Jeder sollte die Marken kaufen oder die Produkte kaufen, die er gerne mag. Das ist doch das Beste. So lebt man, wie man gerne leben möchte. Das habe ich heute nur gesoffen, ey. Das war jetzt ziemlich viel Scheiße. Jetzt gibt's mal was von eurer Seite. Und zwar schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das ganze Thema so seht. Also, wie findet ihr das, dass man eigentlich nur noch Kleidung bewertet? Haut's in die Kommentare. Ihr solltet, ich stehe total falsch, da jetzt die beiden letzten Videos sehen. Da oben findet ihr das letzte, da unten das vorletzte. Klickt da unten vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr dieses Video mochtet. Das würde mir ziemlich zeigen, dass ich das gut gemacht habe. Ansonsten, cheerio, Leute, ich gehe jetzt zocken. Also, haut rein. Ich gehe jetzt auf das Video schneiden. Also, dann gehe ich zocken. Also, haut rein. Ich verbrabbel mich hier sonst noch. Tschüss. So, Leute, noch nicht abschalten, denn ich habe gerade gemerkt, dass das ganze Video im Schnitt jetzt 2 Minuten lang ist. Tut mir natürlich ziemlich leid, dass die Folge jetzt eigentlich ziemlich kurz wurde. Aber ich hoffe, ihr versteht das. Ich habe nämlich noch eine Sache vergessen. Wartet. Aber jetzt wirklich, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Es ist jetzt schon 6 Uhr, ich bin mega kaputt. Ich hoffe, ihr versteht das. Also haut da rein, ich habe jetzt Licht angemacht, jetzt bin ich zufrieden. Tschüss, Leute. Psst.